Ein Motor, der 1000-mal dünner ist als ein menschliches Haar. Für die kleinste Maschine im Nanoformat erhalten Jean-Pierre Sauvage, Sir Fraser Stoddart und Bernhard Feringer den Chemie-Nobelpreis 2016, wie gestern die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften bekannt gab. Diese kleinen Maschinen werden in Zukunft unsere Körper bereisen. Bereits jetzt gibt es zahlreiche Roboterprothesen und mit Gedanken steuerbare Maschinen, die unsere unzulänglichen Körper verbessern. Ohne Maschinen wäre das heutige Leben undenkbar. Die Transhumanisten träumen davon, mit Hilfe der Technik einen neuen Menschen zu schaffen, ja sogar den Tod zu überwinden. Transhumanisten sind keine einsamen, seltsamen Spinner. Sie sind eine weltweite Community von Menschen, die sich intensiv, aber auch kritisch mit den Möglichkeiten der Technik auseinandersetzen. Christian Walter über den Zukunftsmenschen als ein Wesen, das mit dieser Technik eins wird, sozusagen mit ihr verschmilzt. Ein galaktisches Jahr dauert 225 Millionen Jahre. Ungefähr. In dieser Zeit dreht sich unser Sonnensystem einmal um sich selber. Und vor rund 225 Millionen Jahren ereignete sich das größte Massenaussterben der Erdgeschichte. Die Fossilien aus jener Zeit können heute in Meride im Tessin besichtigt werden. Doch danach entstand etwas Neues. Die ersten Säugetiere. Unsere Vorfahren. Jetzt sind wir wieder am selben Ort ungefähr. Und wieder passiert was Gigantisches. Vielleicht sogar noch bedeutsamer als diese früheren Ereignisse. Denn jetzt entsteht diese neue Sorte von künstlichem Leben, welches sich ausbreiten wird von dieser Biosphäre aus hinaus ins Sonnensystem und dann in die gesamte Milchstraße hinein. Und wie gesagt, es wird nur ein paar Millionen Jahre dauern. Und die Milchstraße wird voll sein mit Sendern und Empfängern und Roboterzivilisation und KI-Zivilisation. Das denken Sie wirklich? Ja? Da bin ich zutiefst überzeugt. Das habe ich auch schon in den 80er Jahren gesagt. Und ich sage heute immer noch dasselbe. Und der einzige Unterschied ist, dass mir heute mehr Leute zuhören. Wie man sich die Besiedelung des Weltalls wohl vorzustellen hat. Vielleicht so, wie sie der sowjetische Regisseur Andrei Tarkovsky 1972 zu visualisieren versuchte? Als Stadt der Zukunft wählte Tarkovsky damals das real existierende Tokio. Ein visionärer Entscheid, denn heute ist Japan weltweit führend in der Entwicklung von Robotern. Gundam empfängt die Besucher auf einer künstlichen Insel in der Bucht von Tokio. Das Exoskelett HAL erfasst, welche Bewegungen sein Träger ausführen will. Hospi verteilt in Spitälern Medikamente. Und wer das Einkaufszentrum Aqua City betritt, wird von Chihira empfangen, einem Roboter. Alles, was anderen Menschen ähnlich ist, interessiert uns. Insbesondere idealisierte Formen. Und das haben die Griechen ja schon vor 2500 Jahren begriffen, als sie anfingen, einfach nur Marmorstatuen zu bauen, die auf sehr großes Interesse gestoßen sind. Idealisierte menschliche Körper, die gar nichts konnten, die nicht reden konnten, die immer nur stocksteif dastehen und trotzdem sehr interessant waren. In dem Maße, wie die anfangen, sich zu bewegen und intelligente Sachen zu reden, werden die noch viel interessanter sein. Fang an. 20 Jahre nach Solaris dreht James Cameron in den USA Terminator 2. Arnold Schwarzenegger kehrt zurück aus der Zukunft, um den zukünftigen Anführer der Menschheit zu beschützen. Er sieht aus wie ein Mensch, doch er ist ein Androide, eine Maschine. Gut. Entfern die Stoßdämpfereinheit. Du hast jetzt Zugang zur CPU. Du müsstest sie sehen. Ja. Und jetzt fass die CPU am oberen Chip und zieh. Kein menschliches Hirn weiß, was passiert, wenn selbstprogrammierende, sich selbst regulierende, womöglich mit Bewusstsein ausgestattete Computer eines Tages halt sich vernetzen, sich planetär vernetzen. Aber
was dann mit dem Menschen passiert. Also wir werden wahrscheinlich nicht abgeschafft werden, aber es gibt dann so Szenarien, die ich gelesen habe, dass wir in irgendwelchen Parks oder in sozusagen beruhigten Zonen noch in irgendeiner Weise überleben können, wie seltene Tiere, oder vielleicht in so eine Art Menschenmuseum kommen. Eine Welt ohne uns können wir uns nur schwer vorstellen. Dabei sind wir ja noch gar nicht so lange da, erdgeschichtlich betrachtet. Und trotzdem haben wir uns die Erde in einem Maße untertan gemacht, dass Wissenschaftler inzwischen vom Anthropozän, vom Menschenzeitalter sprechen. Darf sich der Mensch also zum Schöpfer machen? Die Wissenschaftler denken sich, wenn ich ein neugieriges System, ein künstliches, intelligentes System bauen kann, welches neugierig die Welt selbst erforscht und zu einem Wissenschaftler wird, der sich seine eigenen Ziele setzt und so, dann ist das faszinierend und aus tausend Gründen unglaublich attraktiv, und deswegen machen die das sowieso, nicht wahr? Aber diese ganze kommerzielle Forschung, die heute stattfindet im Bereich der künstlichen Intelligenz, ist vor allem daraufhin angelegt, das Leben der Menschen besser zu machen. Deswegen sollte man da nicht so viel Angst haben. Angst ist aber ein weit verbreitetes Gefühl, wenn es um die Zukunft geht. Und Gefühle kann man nicht programmieren. Auch wenn Daniel Brühl im Film Eva genau das macht. Soweit ich orientiert bin, haben die Neurobiologen noch kein menschliches Gehirn tatsächlich erschaffen können mit Bewusstsein. Dass wir bestimmte Dinge simulieren können, das ist vollkommen klar. Ja? Nur ab welchem Punkt dann tatsächlich so etwas wie eigenständiges Bewusstsein entsteht, so wie wir das also erleben, das ist, glaube ich, für alle noch ein Rätsel. Was aber auf jeden Fall schon funktioniert, die Body Modification. Victoria Modesta ist der weltweit erste beinamputierte Popstar. Die Frau mit dem menschlichen Makel wird zum begehrenswerten Cyborg. Zum Vorbild. Zum Prototyp eben. Alles wird sich ändern. Jeder Aspekt dieser Zivilisation, jeder Beruf, die Philosophie, alles wird sich ändern. Dreisat und das Schweizer Fernsehen widmen am Samstag einen Thementag der Mensch-Maschine. Unter anderem wird der erste Cybathlon live übertragen. Bei diesem Wettkampf überwinden körperbehinderte Athleten Alltagsprobleme mit Hightech-Hilfen. Ziel ist es, Entwicklung von Prothesen, Rollstühlen und anderen Assistenzsystemen voranzutreiben. Wir verabschieden uns.